Hey Leute, in den nächsten 60 Sekunden geht es um meine Top 5 Highschool-Serien, die ihr unbedingt gesehen haben solltet. Let's go! Bei Highschool-Serien denke ich immer sofort an Riverdale. Da muss man auf jeden Fall die ersten Staffeln gesehen haben. Die sind richtig gut. Die späteren Staffeln werden etwas verrückt, aber die ersten Staffeln sind es wert. Denn in eine ganz andere Richtung, Tote Mädchen lügen nicht, spielt auch zum größten Teil in einer Highschool, eine große Empfehlung von mir, ist aber definitiv keine leichte Kost. Was aber wiederum leichte Kost ist, ist Chilling Adventures of Sabrina. Da geht es direkt um zwei Highschools, und zwar um die normale und um die magische. Es gibt auch sehr viel Drama und ihr solltet die Serie gucken, wenn ihr so Dinge mögt wie Vampire Diaries oder Teen Wolf. Eine Schule ist auch bei Elite sehr wichtig, da werden nämlich eigentlich nur reiche Kinder angenommen, aber durch ein Stipendium haben es auch drei Kinder aus ärmeren Verhältnissen geschafft, dort angenommen zu werden. Das schreit ja sofort nach Konflikt. Und eine eher unbekanntere Serie, Veronica Mars, die Teenagerin, gehörte mal zu einem Kreis, den man jetzt wahrscheinlich als die Bösen bezeichnen würde, wurde dort aber ausgeschlossen und muss alleine klarkommen. Außerdem ist ihr Vater Privatdetektiv und sie hilft ihm dabei, Fälle zu lösen. Welche Serie habe ich jetzt noch vergessen? Schreibt es mir in die Kommentare und bis dann.